Es ist mir ein Hochgenuss. Es ist mir ein Hochgenuss, hineinzuspringen und wie ein Maulwurf darin herumzuwühlen. Sanchez, wir müssen los. Bin schon fertig. Und es in die Luft zu werfen, dass es mir auf den Kopf prasselt. Danke, Sabine. Pessimistischer Dow Jones Index heute. Was siehst du denn eigentlich? Ach, man wird sich doch wohl informieren dürfen, wenn man schon zu Millionärs geht. Schraube neu 10.950. Montiert und erneuert 4.200. Antriebswelle überprüft, Lage erneuert 1.460. Ruderanlage ausgebaut 1.050. Sau teuer. Naja, klar. Schweinig teuer. War ja nicht nur die Ruderanlage kaputt, sondern auch noch die Schraube. Da kommt ganz schön was zusammen. Die Kästen da oben. Ich hoffe nur, dass Brenner nicht den Gerichtsvollzieher schickt, dann wäre Vater wirklich am Ende. Irgendwas mache ich falsch. Stell dir mal vor, so eine Hütte am Hang, 600er SEL vor der Tür, faulen Lenz, keine Sorgen. Mensch, Kurdi, du hörst ja überhaupt nicht zu. Nur wenn Brenner uns die Raten bis zum nächsten Jahr aussetzt, könnten wir es schaffen. Vielleicht schaffen. Kannst du dir vorstellen, dass Vater zu Brenner geht und ihn um was bittet? Also ich... Geile Vorstellung. Was hast du eben gesagt? Och Mensch, Kurdi. Mischmittel gucken da vorne. Antreiben müssen auch einzuckern. Ganz schön teures Zuckerbrot, das Sie da Ihren Packern servieren. Wissen Sie, Sonntag, was mein Prinzip ist? Immer raus mit den Piepen. Deswegen brauchen Sie auch dringend einen Unternehmensberater. Immer raus mit den Piepen. Sie kommen ja wieder rein. Hoffentlich. Ihre südafrikanischen Geschäftsfreunde sind ja schon im Lande. Wann soll sie denn losgehen, die kleine Hafenrundfahrt? 3:30 Landungsbrücken. Sie kommen von den PH-Zeiten direkt zum Dampfer. Dann müssen wir aber langsam. Wenn wir langsam müssen, haben wir noch Zeit. Herr Walter, bei mir muss immer alles zack, zack gehen. Deswegen brauche ich Sie Sonntag. Wir wollen überall dort sein, wo die Millionäre sind. Wenn wir heute 11 Schmuckfilialen haben, wollen wir morgen 20. Das ist die Marschrichtung. Heute Deutschland, morgen Europa. Und übermorgen? Übermorgen. Übermorgen lege ich mich auf die Terrasse und lasse mir meine Wampe bescheiden. Trinke ab morgen Champagner und lasse mir auch sonst gut gehen. Ja, ja, so sind Sie, die Kapitalisten, was, Jungs? Boss. Kommen Sie, meine Herren. Schönen Tag noch. Hi. Stolz. Diver. Mit Hostess. Ich bin Ihr Captain. Oh. Willkommen an Bord. Ja, danke. Sagen Sie, haben Sie an Bord Nobelbrause? Nobel was? Schampus. Wissen, was Prickelndes für die Überfahrt. Klein Champagner. Nichts da? Nee. 4 Cola Wasser. Momentchen noch, ja? Herr Walter, bringen Sie doch mal schnell 2 eiskalte Witwen an Bord, bevor wir losjuckeln, ja? Moment bitte noch. Tachchen. Wie lange dauert denn so eine Rundfahrt? Ja, das hängt ganz davon ab, wann Ihr Chef das Startzeichen gibt. Na, ich meine so normalerweise. Stündchen? Gut. Ziemlich ungewöhnlich, was? Frau als Kapitän? Ich vertrete heute nur meinen Vater, der ist krank. Das, meine Herren, ist Deutschlands bedeutendster Hafen. Mehr als 100 Quadratkilometer groß. Rund 60 Hafenbecken. 1,4 Millionen Container Gesamtumschlag im letzten Jahr. Tee, Kaffee, Getreide, Tabak, Öl, Obst, etc. etc. Nobelbrause. Haben Sie irgendwas zum Einfüllen, junge Frau? Ja, da hinten stehen Gläser. Wie zu Hause. Na? Irgendwelche Probleme?
geht sofort weiter, ja? Woran liegt's denn? Der Motor. Sie haben den Kahn doch wohl hoffentlich nicht leer gefahren. Sie meinen wohl auch, wenn Frauen fahren, dann grundsätzlich ohne Sprit, was? Entschuldigung. Aber das ist ja eine echte Antiquität. Wahrscheinlich ist die Einspritzpumpe verstopft. Verdammte Scheiße. Immer was Neues, jeden Tag ein anderer Dreck. Ja, mit dem Geräusch, das ich vorhin gehört habe, hat der Motor Luft gezogen. Zugwinden, 108 Ladelugen. Zwischen den beiden Brücken zwei Gebäudezeilen mit 26 Speicherhäusern. Versuchen Sie es mal. Wir haben während eures Päuschens alles gezählt. Jetzt kann es weitergehen. Tut sich nichts? Jetzt! Danke! Na, was sagst du? Was Sie alles können, Sonntag! Wie war's? Oh, das erzähl ich dir später. Jetzt, meine Herren, zeige ich Ihnen die Reeperbahn. Oh, Reeperbahn. Sonntag, können Sie mir mit etwas Bargeld aushelfen? Eine kleine Anleihe auf Ihr Honorar. Ich habe leider nur Kreditkarten dabei. Ja, na, reicht das? Ja, danke. Ach ja, und können Sie die Bootsfahrt auch erledigen? Es waren 500 vereinbart. Mache ich. Wiedersehen, junge Frau. Jo, tschüss. Oh. Schönen Dank. Jo, wie eingeschüttet. Ja? Mensch, Kuddi, du guck doch nicht so. Zahlerscheck. Ihr Chef weiß sicher gar nicht, was er an ihm hat. Ich jedenfalls bin Ihnen total dankbar. Sie sind mein Rettungsengel. Hier, falls Sie wieder mal ein Problem haben, Frau. Nicole Däuber heiße ich. Nein. Sind doch ein Partner? Sie sind Unternehmensberater? Ich dachte, Sie wären Mitarbeiter von, bei Diamonds World oder wie die heißen. Das jetzt ist mir irgendwie peinlich. Oder sollte es wirklich nicht? Mir hat es jedenfalls großes Vergnügen gemacht. Mit Ihnen. Ja, natürlich. Sie sind der Verlagsleiter. Sie schauen aufs Geld. Bravo. Ja, aber ich bin die Chefredakteurin und mich interessiert in erster Linie das Blatt. Ein gut gemachtes Blatt. Ja, dem Leser soll es gefallen, Herr Risch, nicht Ihnen. Ja, bitte, bitte, von mir aus. Ja, machen Sie einen Termin beim Verleger. Morgen nach 17 Uhr. Ja, es geht bei mir. Okay. Erbsenzähl, könnte ich umbringen. Mich hoffentlich nicht. Komm erst mal her. Kein bisschen verändert. Oh, doch, innerlich. Ärger? Ach, der ganz alltägliche Wahnsinn. Warum bist du nicht Stylistin geblieben? Ach, weißt du. Karriere, ne? Was könnten wir für schöne Reisen machen? Du Styling, nicht die Fotos. Ah, was haben wir für schöne Reisen gemacht? Oh, wo kommst du her? Miami. Mappe zeigen und so. Ah, wir müssen unbedingt zusammen heute Abend essen, ne? Hm? Mindestens. Wo wohnst du? Bei dir. Das habe ich mir so gedacht. Ach, das hast du dir so gedacht? Die Hotels sind alle ausgebucht. Die Bootsmesse. Alles ausgebucht, so, so. Lassen Sie mich zusammenfassend nochmal sagen. Wenn mithilfe von Unternehmensberatern Veränderungsprozesse in Unternehmen angeregt und gesteuert werden, verwischen sich die Grenzen zwischen Management und Psychologie. Deshalb würde ich eine gute Beratung von Kunden immer als Moderation verstehen. Jeder Mensch, jede Gruppe, jedes Unternehmen kann Probleme und Konflikte haben, trägt aber auch die Potenziale zur Lösung in sich.
Darauf würde ich meine Arbeit als Unternehmensberaterin aufbauen. Ja, das war's. Sehr gut. Ja, ist alles schön und gut, aber wir brauchen einen EG-Spezialisten viel dringender als noch einen Banker. Für die EG-Richtlinie gibt es inzwischen ein hervorragendes Computerprogramm, lieber Völkel. Vielmehr würde es darauf ankommen, ob Frau Sörensen das alles so gut in die Praxis umsetzen kann, was sie hier theoretisch so einleuchtend vertritt. Naja, sie hat doch höchstens Erfahrung in der Anlagenberatung. Eine gut aussehende Frau war in der oberen Etage nie falsch eingesetzt. Ja, ich verstehe nicht so richtig, warum sie gleich als Partnerin eintreten soll. Ich meine, wenn sie ein paar große Kunden mitbrächte? Dazu lassen Sie mich Folgendes sagen, Florian. Wir peilen in diesem Jahr einen Beratungsumsatz von 18 Millionen Mark an. Wir haben in der Vergangenheit eine Zunahme von mehr als 16% erzielt. Sie kennen die Lage genauso gut wie ich. Wir brauchen an Aufträgen eher weniger. Dafür aber eine Person, die in der Lage ist, ein Projekt eigenverantwortlich durchzuziehen. Ja, muss ja nicht gleich als Partnerin sein. Ganz abgesehen davon unterschätzen Sie Frau Sörensens Verbindung. Die Hauffbank ist schließlich nicht die kleine Sparkasse von nebenan. Und der Kundenkreis, den Frau Sörensen möglicherweise mitbringt, ist dementsprechend. Naja, ich muss ja sowieso erst noch den Anstandsbesuch bei Cleo Sonntag überstehen. Ich habe leider noch einen Termin, Kollege. Ist ganz plötzlich gekommen. Sorry. Tut mir wirklich leid. Ja, das passt gut. Wieso passt gut? Ich habe heute Abend auch keine Zeit. Leider, auch ein wichtiger Termin. Ach so. Und ich hatte schon ein ganz schlechtes Gewissen. Brauchst du nicht. Sehen wir uns halt ein andermal. Überhaupt nicht. Hör ich doch. Klingst du gedrückt? Ich habe den Hörer eingeklinkt. Oh, Micha, bitte, ich muss. Deine Stimme klingt so kühl. Wir telefonieren. Also, wenn es nicht allzu spät wird. Schau später nochmal ganz gemütlich bei dir vorbei, ja? Wir müssen uns doch nicht zu irgendetwas zwingen. Ich wecke dich morgen früh am Telefon, wenn du willst, ja? Vom Bett aus wär's mir lieber. Also, tschüss und viel Erfolg, ja? Bis morgen. Ja, Männer und die Zweisamkeit. Wäre eigentlich eine hübsche Geschichte fürs Heft. Schau mich nicht so an. Ich kenne keinen besseren. Wirklich. Wirklich? Also, ich glaube, ich habe mich tapfer geschlagen. Das freut mich, aber es wundert mich nicht. Ich wurde nämlich auf einem ganz anderen Gebiet getestet, als ich erwartet hatte. Habe ich mir doch gedacht, im großen Esszimmer, was? Danke. Wenn Sie dabei an ein sechsgängiges Menü gedacht haben, liegen Sie richtig. Und wie verlief das Gespräch? Naja, erstmal habe ich mein ganzes Wissen ausgepackt. Die gesammelten Erfahrungen meiner Jahre als Bankerin. Für Sie auch ein Rotwein? Ja, gern. Zwei trockene Rotwein, bitte. Und Tante Cleo war doch sicher beeindruckt, oder? Och, hat sie sich nicht anmerken lassen, im Gegenteil. Ich glaube, Ihre Tante wollte mich aufs Glatteis führen mit ihrem Menü. Der alte Trick von Ihrem verstorbenen Mann. Er hat neue Mitarbeiter auch immer so getestet. Was halten Sie denn von dieser Speisefolge? Zwischen Suppe, Salat und Dessert, Artischocke, Stumke, Hummer. Ziemlich unharmonisch. Eben. Und die ganze Zeit ging es nur darum, schaffe ich es auf elegante Art und Weise, den Artischockenboden unter dem Blätterhaufen hervorzuzaubern? Wird mir das Stubenküken beim Zerlegen nicht vom Teller hopsen? Werde ich mir vielleicht die Hummerschere ins eigene Fleisch bohren? Das alles war die Rahmenhandlung zu meinem Börsenbericht. Können Sie eine Hummerschere knacken, ohne sich dabei zu verletzen? Ich gebe zu, unter Tante Cleos prüfendem Blick würde mir die Hummerschere wahrscheinlich auch sofort auf den Nachbarteller springen. Aber sie ist ja schon glücklich, wenn man die Fingerbowle nicht mit einem exotischen Erfrischungsgetränk verwechselt. Ich habe ordnungsgemäß meine Finger darin gebadet. Was Ihre Tante mit der freundlichen Aufforderung honorierte, Frau Sörensen, kommen Sie doch bitte am Donnerstag um 5 zum Bridge. Gratuliere, dann haben Sie den Test mit Bravour bestanden. Ja? Ich kann überhaupt kein Bridge. Warum ist aus uns beiden eigentlich nichts geworden, hm? Wieso? Es ist doch was geworden. Wir waren doch das Traumpaar der 80er Jahre. Der späten 80er Jahre. Wie schläft eigentlich das Traumpaar der frühen 90er Jahre heute Nacht? Oh. Getrennt. Erinnerst du dich noch an das zärtlichste und kürzeste Gedicht der Welt? Hm? Also? Tom. Komm. Cornelia, schläfst du schon?
Nein. Schön, dass du noch auf bist, Schatz. Bin ich verkehrt? Was ist das denn? Das ist eine Überraschung. Das kann man wohl sagen. Thomas Botho, Michael Sonntag. Namen. Namen. Thomas wohnt für 3 Tage bei mir wegen der Bootsmesse. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Ich meine, weil wegen der Bootsmesse alle Hotels ausgebucht sind, so rum. Er ist Fotograf. Das habe ich natürlich auch nicht gewusst. Na, nun entspann dich, setz dich zu uns. Ach, muss ja nicht sein. Ich bin sowieso ziemlich müde. Ich glaube, Michael, da verstehst du etwas völlig falsch. Nein, nein, ist alles in Ordnung. Ich habe nicht gewusst, dass du Besuch hast. Ich störe ungern. Ich wusste nicht und ich wusste nicht, dass du heute Abend noch hierher kommen würdest. Das habe ich gesehen. Also, schönen Abend noch. Der ist jetzt sauer. Das ist die typische Liebhaber im Schrank-Nummer. Ich glaube, ich schreibe in einem Brief. Irgendwie muss zwischen uns mal Sendepause eingelegt werden. Diese ewige Kabelei. Ich gehe schlafen. Also eine internationale Geschichte? Ja, Herr Stolz will expandieren. Der Mann hat einen Riecher fürs Geschäft. Und er möchte, dass wir ihn langfristig beraten. Hat er den finanziellen Atem? Diamonds World hat erstklassige Zahlen aufzuweisen. Umsatz, Zuwachsrate, Gewinne, alles 1A. Das Problem von Herrn Stolz ist nur, dass er in jeder Sekunde eine neue Idee hat. Seine Gedanken springen schneller als die Gazellen in Afrika. Was er braucht, ist ein solides Marketingkonzept mit Perspektive. Von Frau Weber. Ach, wie nett. Ihr verkehrt jetzt auch noch brieflich. Danke. Aber im Ernst, hast du schon ein Konzept für Stolz entwickelt? Sowas geht nicht von heute auf morgen. Na übrigens, ich habe mit Hauff gesprochen. Er wäre einverstanden. Theoretisch könnte Frau Sörensen also nächste Woche schon bei uns einsteigen. Warum hast du es denn so furchtbar eilig? Wäre es nicht sinnvoll, sie erstmal auf Auftragsbasis anfangen zu lassen? Ja, ja. Und wenn sie etwas Erfahrung hat, kommt jemand und schnappt sie uns endgültig weg, was? Na ja, sie ist eine sehr attraktive Frau. Ach Quatsch, Alex. Sie ist fachlich kompetent und sie hat ein Gefühl für Menschen. Das bisschen, was sie an Erfahrung mangelt, hat sie doch bei uns blitzschnell gelernt. Fehlt nur noch die Stellungnahme von Tante Cleo. Hast du schon mit ihr gesprochen? Auch das. Cleo war total begeistert. Frau Sörensen war auf jedem Gebiet up to date. Also da gibt's keine Probleme. Siehst du welche? Also keine Auftragsbasis? Wieso, den Auftrag mit Stolz haben wir doch. Nein, 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 Michael. Ich spreche noch von Frau Sörensen. Ich habe morgen einen Termin mit ihm. Ich möchte natürlich nicht, dass deine Pläne mit ihr in die Binsen gehen. Irgendwann geht eben alles in die Brüche. Also was machen wir jetzt? Was sollen denn Leute wie wir mit einem Unternehmensberater? Wir haben doch kein Unternehmen. Ein Familienunternehmen. Und das wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Vater, dir steht das Wasser bis hier. Na, na, na. Ach, du sei doch ganz ruhig. Wir hatten beim Brenner erreicht, dass die Zahlungen gestundet werden. Und wer hat die Bank für einen neuen Kredit bequatscht? Wer fährt denn die Touren Tag für Tag? Mensch, ich sehe doch, was da draußen los ist, nämlich nichts. Und deshalb will ich mich jetzt mit diesem Unternehmensberater treffen. Vielleicht kann er uns helfen. Und ich sag nochmal, nein, das machst du nicht. Fremden Leuten unsere Geldsorgen unter die Nase reiben. Dumm Tüch. Morgen bin ich wieder auf Kurs und dann sehen wir weiter. Morgen ist es zu spät. Morgen will der Brenner eine Rate sehen und die haben wir nicht. Vater. Ich kann diesen Herrn Sonntag doch wenigstens mal um Rat fragen. Ich will es nicht. Ich verbiete es dir. Und wenn du es trotzdem machst, brauchst du gar nicht mehr nach Hause kommen, klar? Na denn. Ob das klar ist? Ich mache noch einen kleinen Spaziergang. Ich brauche frische Luft. Ich gehe auch noch mal kurz weg. Hast recht, Jung. Lass sie nicht aus den Augen, deine Dären. Mein Vater ist so stur. Der glaubt, dass er alles allein in den Griff kriegt. Und was glauben Sie? Er versucht, mit diesem Brenner zu reden. Brenner? Was, Sie meinen, den Chef von der Brennerwerft? Den kenne ich sogar. Ah ja? Ja, dann wissen Sie ja auch, dass der ganz schön eklig sein kann. Sie können sich nicht vorstellen, wie schrecklich das ist, wenn man dasteht und sagen muss, tut mir leid, ich kann nicht zahlen.
So ein Scheißgefühl. Ich kann Ihnen natürlich nichts versprechen, aber ich will mal mit Brennern aller Ruhe reden. Echt, das würden Sie machen? Ich werde doch meinen Captain nicht im Stich lassen. Ach, danke. Danke. Prost. Prost. Na gut, Hyacinth war auch nicht gerade der geniale Wurf, aber er war doch wenigstens vorzeigbar. Aber diese Udo Wahl war ja wohl voll ein Schuss in den Ofen. Ach, Sabine, was Schlimmes? Florian, der Chef von Diamonds World kann jeden Augenblick hier sein. Oh Mann! Jetzt habe ich mir dieses Modem einbauen lassen und kann trotzdem nicht faxen. Wie sieht's denn mit Ihren Terminen aus? Sag die Damen, wo ist der Chef? Beim Junior. Kommen Sie, Sie sollen in seinem Büro warten. Schon gut, schon gut. Ich weiß ja, wo es ist. Sonntag und Partner schädlich? Nein, Frau Ullmann ist nicht zu sprechen, Herr Wahl. Sie ist für Sie überhaupt nie mehr zu sprechen. Hören Sie, schönen Gruß von Sabine und Ihre Zeit ist abgelaufen. Bitte nochmal. Bist du verrückt? Und ich warne Sie, Herr Wahl. Wenn Sie Frau Ullmann noch einmal anrühren, zerlegen wir sie in ihre Einzelteile. Ist diese Übertragungsrate jetzt 4.800 oder 9.600 baut? Vielleicht wäre es ganz nützlich, wenn Sie mal mit rüberkämen und sich das mal anhören würden. Michael, ich muss noch den Abschlussbericht für die Fries schreiben. Ah, Moment. Wählt. Verbindung hergestellt. Florian, was ist das für ein Spielchen? Funktioniert nicht. Sag ich doch. Oh, ein Kaffee. Das ist aber nett von Ihnen. Bitte schön. Horoskopschmuck. Ja, Krebs. Ein Geschenk von meinem ehemaligen Freund. Hatten wir auch im Programm. Lief sehr gut. Sagen Sie mal, Frau Ullmann, soll ich Ihnen eine Tasse einschenken? Nein, danke, das mache ich schon selber. Frau Ullmann, Sie sind ja quasi gewissermaßen unsere Zielgruppe. Wenn ich Sie mir so anschaue und wenn ich so sagen darf, sowas hier, würden Sie das kaufen? Also, wenn ich ehrlich sein soll... Unbedingt. Ich bitte geradezu darum. Ehrlichkeit ist eine Säule im Bau des menschlichen Lebens. Wenn alle so dächten. Also? Ob ich das kaufen würde? Naja, für Hamburg ist es vielleicht nicht ganz das Richtige. Eher so eine Düsseldorfer Nummer. Vielleicht ein Tick zu protzig, oder? Düsseldorfer Nummer? Entschuldigen Sie, hat ein Momentchen länger gedauert. Sabine, in der nächsten halben Stunde bitte keine Telefonate. Und wenn Frau Weber anruft, ich bin nicht da. Das gilt bis auf Widerruf. Na, mein lieber Sonntag, wann düsen wir denn nur nach Ida Oberstein? Ida Oberstein? Klingt mondän. Aber wirklich, bei mir ist es im Moment extrem eng. Hin müssen Sie. Wenn Sie die Produktion nicht kennen, können Sie unser Unternehmen nicht verstehen. Okay, also nächsten Freitag. Aber nur einen Tag, mehr kann ich wirklich nicht. Was glauben Sie, was bei mir los ist? Der Oberstein, Antwerpen, Kapstadt, alles noch diesen Monat. Und dann soll es ja noch eine schöne Housewarming-Party geben. Kommen Sie natürlich auch Sonntag. Naja, also gut, am nächsten Freitag. So, und jetzt zu den beiden harten Zahlen. Herrn Sonntag vorstellen. Ich kann schon denken, wer das ist. Genau, das ist der, der mir neulich geholfen hat, den Diesel wieder flott zu kriegen. Gestatten Sie, Michael Sonntag, Gelegenheitsbordmechaniker. Da haben Sie aber Glück gehabt, dass er gleich wieder angesprungen ist. Ja, ich habe Glück gehabt, weil ich gleich gemerkt habe, dass der Motor Luft zieht. Die Entlüftungsschraube hatte sich gelockert. Na ja, ein bisschen was verstehen Sie vom Diesel. Ja, eigentlich nur von Vergasermotoren, aber in der Not. Na ja, war ja schon das richtige Moment. Also Dankeschön könntest du wenigstens sagen, Vater. Schon gut, Hauptsache die Maschine tut's wieder. Vater, wir wollten mal mit dir reden. Keine Zeit, muss die Line klarieren. Die da auch, Captain? Runter an achten und einen halben Schlag. Worüber wollen Sie nur mit mir sprechen? Ich verstehe Sie ja. Ist ja auch nicht schön. Nach 20 Jahren Schiffsrundfahrten kommt da plötzlich einer. 41 Jahre, Herr Sonntag. 41? Da kennt man das Geschäft, was? Das mach's wohl Seng. Das Geschäft und die Menschen. Mir macht so schnell keiner ein X für ein U vor. Und Sie waren schon immer, wie sagt man, auf Fahrt? Als ich noch ein Butsche war, wollte ich immer weg.
zur See, auf große Fahrt. Aber dann bin ich nie weiter gekommen als bis Cuxhaven. War Kassenführer. Und immer nur die Elbe, rauf und runter, runter und rauf. Und was glauben Sie, warum läuft das plötzlich so schlecht mit der Nicole? So schlecht läuft es doch gar nicht. Das stimmt doch nicht, Vater. Haben Sie schon mal daran gedacht, Fahrten auf der Oberelbe anzubieten? Lauenburg, die neuen Bundesländer, Dresden? Das haben andere schon versucht, das bringt nichts. Die haben kein Geld für sowas übrig. Am meisten sitzt uns der Brenner von der Werft im Nacken. Tja, wenn Sie einverstanden sind, Captain, würde ich mal mit ihm reden. Kommt gar nicht in Frage. Nicole, wir kriegen unsere Probleme immer noch allein in den Griff. Wenn er uns doch helfen kann, Vater, Mensch, nun sei doch nicht so stur. Ist ein eiskalter Hund, dieser Brenner. Aber versuchen Sie Ihr Glück. Unser Glück, Vater. Es geht um uns. Und was kostet so ein Berater wie Sie am Tag? Wenn er will, ein Batzen Geld. Den will er aber nicht immer. Ich dachte, es wäre etwas Wichtiges. Die Sache ist mir wichtig, Herr Brenner. Den Kaffee biete ich Ihnen gar nicht erst an. Ich bin wirklich sehr knapp. Ich auch. Darum lassen Sie uns in altbewährter Weise gleich zur Sache kommen. Es stehen für 65.000 Mark Reparaturrechnungen offen, die Kapitän Däuber nicht bezahlen kann. Soweit ich von unserer Buchhaltung weiß, sind wir denen schon weit übers Maß hinaus entgegengekommen. Und haben Ratenzahlungen konzediert. Die er zurzeit auch nicht bezahlen kann. Ja, das ist nicht mein Problem. Herr Brenner, wir kennen uns jetzt lange genug. Lassen Sie uns offen miteinander reden und gemeinsam einen Weg überlegen, wie wir Däuber helfen können. Läuft bei Sonntag und Partner so schlecht, dass Sie jetzt schon bei Kassenführer beraten? Ich, um es mal so zu formulieren, ich fühle mich Däuber gegenüber verpflichtet. Vertane Zeit. Warum? Weil wir kein Wohlfahrtsunternehmen sind, Herr Sonntag. Ich habe mein Geld nicht vom Ausgeben. Ich trage grundsätzlich keine Spendierhosen. Danke. Und ich schätze korrekte Vertragsabwicklungen. Fakt ist, dass Kapitän Däuber kein Geld hat. Und wo kein Geld ist, können Sie auch nichts holen. Der Gerichtsvollzieher wird schon was finden. Ich möchte Ihnen einen Kompromiss vorschlagen, Herr Brenner. Kommt überhaupt nicht in Frage. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Jetzt hören Sie meinen Vorschlag doch erst einmal an. Bei mir beißen Sie auf Granit. Däuber? Hallo, ich habe schon auf Ihren Anruf gewartet. Und, hat's geklappt? Ach. Ja, verstehe. Kenne ich. Gut, ich komme dahin. Nein, ich rege mich nicht auf. Also, bis gleich. Tschüss. Na, was ist? Du sag schon, was hat der Medizinmann erreicht? Ich muss noch mal schnell los. Rendezvous? Nein, du Arsch, es geht um unsere Zukunft. Oh, Tag. Tag. Ich habe was gesehen, das hat mich auf eine Idee gebracht. Ja, was denn? Was ich Ihnen jetzt zeige, das wird... Scheiße. Bin ich aber gespannt. Das. Jetzt gibt's uns auf die Schnauze. Ach, oh, wir waren geworden! Los! Jetzt hör doch endlich auf, du Idiot! Entschuldigung, das war ein Reflex. Du machst alles kaputt. Immer machst du alles kaputt. Das ist das Einzige, was du kannst. Sind doch nicht etwa eifersüchtig. Also da sind sie wirklich auf dem Holz. Ja, genau, da hörst du's. Ja, langsam, langsam. Ich habe zwar einen Schlüssel, aber neuerdings ist es vielleicht besser, wenn ich klingel. Namt. Namt. Ist Cornelia da? Sie müssen mit mir vorlieb nehmen. Sie wissen nicht, wo sie ist. Wo soll sie sein? In der Reaktion. Ja, kommen Sie rein. Haben Sie sich verletzt? Möchten Sie auch? Ja, ein Scotch wäre gut. Können Sie haben. Neulich Abend, es tut mir leid. Es war eine blöde Situation. Ja. Sie möchten lieber on the rocks? Nein,
Für die Wunde. Wie ist denn das passiert? Noch so ein anderes Eifersuchtsdrama. Manchmal schlägt das Leben eben in voller Härte zu. Ich dachte immer, Unternehmensberater, das wäre ein ganz langweiliger Job. Nicht alles ist so, wie es scheint. Sie hätten neulich Nacht ruhig bleiben können. Ich wäre gegangen. Hat irgendwie unter einer Brücke geschlafen oder so. Hören wir doch auf mit dem Schmus. Wir wissen doch beide, dass es Engel nur im Himmel gibt. Sie wissen hoffentlich auch, dass Ihre Cornelia ganz altmodisch treu ist. So treu wie Penelope, die auf ihren Odysseus wartet. Ich hol mir mal ein Pflaster. Oh. Guten Abend. Du hier? Ja. Hast du meinen Brief nicht bekommen? Doch, hab ich bekommen. Du bist trotzdem hier? Ja, weil es so ja wohl nicht geht. Ein kleiner Brief, Liebe ausgeknipst. Wie ein Lichtschalter. Ach, Micha, bitte, lass uns im Moment nicht drüber sprechen. Wir haben heute Schlusstag gehabt. Ich bin fix und fertig. Okay, sprechen wir ein andermal über den Brief. Was hast du denn da gemacht? Mich geprügelt. Wieso? Wo ist Tom? Ah, hallo. Mal, ihr habt euch doch wohl nicht wirklich geprügelt. Doch, wie sich das gehört. Was dachtest du denn? Michael! Wie das bei alten Platzhirschen so üblich ist. Wieso? Spinnt ihr? Was willst du gegen die Urkraft der Natur unternehmen? Hm? Es packt einen, man kriegt so ein bestimmtes Ziehen im Nacken, der Blick senkt sie. Die Augen werden immer blutunterlaufener. Wisst ihr was? Ihr habt beide eine Fahne. Noch mit? Hafenrundfahrt für 7 Mark. Wir legen gleich ab. 60 Minuten für 7 Mark. Kassiert wird's später. Herr Däuber? Richtig. Und das ist die Nicole. Mit uns geht's durch den ganzen Hafen und rauf in die Elbe. Es besteht eine gerichtliche Forderung gegen Sie in Höhe von 10.000 Mark. Das ist, wie ich sehe, eine Rate plus 300 Mark Gebühren. Was ist los? Ich habe hier eine gerichtliche Forderung über 10.300 Mark durchzusetzen für die, Moment, Brennerwerft. Ich muss leider gleich kassieren. Hier wollen Sie mir einen Scheck geben. Allerdings müsste ich dann zuerst mit Ihrer Bank reden. Habe jetzt keine Zeit. Sie sehen ja, ich habe Passagiere. Kommen Sie ein andermal wieder. Herr Däuber, ich glaube, Sie verkennen Ihre Lage. Wir haben auch andere Möglichkeiten. Jetzt werde ich Ihnen mal zeigen, was wir hier am Hafen für Möglichkeiten haben. Herr Däuber, und jetzt sehen Sie zu, dass Sie Land gewinnen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich hiermit Ihr Schiff fände. Das bedeutet, dass bis auf Weiteres darf es nicht mehr zur Beförderung von Passagieren verwendet werden. Das gibt's doch nicht. Herr Däuber, ich bitte Sie, zwingen Sie mich nicht, mit der Polizei wiederzukommen. Das Schiff liegt an der Kette. So was sagen Sie mir? Ja. So was mir? Ja, ja. Nach all den Jahren? Ja. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, diese Barkasse umgehend zu verlassen. Sie ist gewissermaßen gefändet. Ja. Deutsch, ja, bitte gehen Sie bei. Ja, es tut mir leid. Nein, aber es muss sein. Da Hafenrundfahrten kriegen Sie da vorne an der anderen Brücke auch rein. Ja. Frau Nicole Däuber ist in der Leitung. Soll ich durchstellen? Ja, bitte. Nicole, was kann ich für Sie tun? Entschuldigen Sie, dass ich jetzt schon wieder auf den Bäcker gehe. Ich will Sie auch gar nicht stören. Also. Beruhigen Sie sich mal. Was ist denn passiert? Ich weiß weder ein noch aus. Als ich eben nach Hause gekommen bin. Nur mal ganz ruhig der Reihe nach. Vater ist verschwunden. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll.
helfen, Herr Sonntag. Ich habe so ein schreckliches Gefühl. Vielleicht tut er sich was an. Warum soll er sich was antun? Sie haben ihm das Schiff gepfändet, das überlebt er nicht. Dieser verdammte Brenner. Ja. Und jetzt ist Vater verschwunden. Was ist mit dem Schiff, der Nicole? Sie meinen, er könnte dort sein? Wir fahren übers weite Meer. Die mit uns auf. Mensch, wo ist Dolbe? Wo ist die Nicole? Ja, die ist weg. Scheiße. Er ist weg. Ich glaube, ich lieber ganz schön erwischt, oder? Ist hier aber auch was. Und nu? Was machen wir nu? Wir brauchen ein Schiff. Ein Schiff klauen? So finden wir die nie. Das ist auch wie eine Stecknadel im Heuhaufen suchen, Mensch. Hast du einen besseren Vorschlag? Die Clara. Mensch, Cordy, spring auf die Clara. Normalerweise hat Captain Schröder den Schlüssel immer in der Blechdose unter der Backbordsitzbank. Wenn du meinst? Na klar! Nichts zu sehen. Denken Sie doch mal nach. Wo könnten wir denn sonst noch suchen? Er hat immer gesagt, wenn er sterben muss, dann auf dem Meer. Ich wollte doch mal über die Elbe hinauskommen. Morgen früh ist er wieder da. Jede Wette. Ich habe Angst. Hat er ja einen Lieblingsplatz? Irgendeine Stelle am Elbufer zum Beispiel, die er besonders gern mochte? Wenn er zu Brenner ist und da was anstellt? Das kann ich mir nicht vorstellen. So wie ich Ihren Vater kennengelernt habe, glaube ich eher, dass er sich zurückzieht. Irgendwo allein sein will. Als Mutter noch lebte, sind wir ab und zu zur alten Schleuse nach Bergedorf gefahren. Platz hat er echt geliebt, das war für die beiden immer wie Urlaub. Na los, ab zur alten Schleuse nach Bergedorf. Da ist er ja. Er hat eine Schleuse festgemacht. Was macht sie denn hier? Ich hab mir Sorgen gemacht, Vater. Und da fahrt ihr mir mit Schröders Clara nach? Du machst vielleicht Geschichten. Einfach abhauen, ohne eine Nachricht. Von der blöden Geldsache. Bin ich auf Suche nach mir. Im fremden Schiff. Ich bin jedenfalls froh, dass wir sie gefunden haben, Herr Deuter. Und nicht die vom Wasserschutz zu. So ein Abendtheater. Wegen ohne Seebär und sie in rostigen Pott. Ich dachte, du tust dir was an. Hol mal wieder rüber. Nur die alte Schleuse Bergedorf. Och, Vater. Du bist mein Söder, der. Ja. Da bist du. Und wer soll das finanzieren? Es ist bereits finanziert, Herr Brenner. Ah ja? Von einer süddeutschen Brauerei. Das hier? Ja. Am nächsten 1. könnten Sie einen Scheck über 3000 Mark auf Ihrem Schreibtisch liegen haben. Und jeden weiteren Monat eine weitere Rate in gleicher Höhe. Von Däuber? Das glauben Sie doch selbst nicht. Wenn die Sache zustande kommt, bürge ich persönlich. Persönlich? Allerdings müssten Sie Ihren Zahlungsbefehl zurückziehen. Sagen Sie, was macht Sie eigentlich so sicher, dass der alte Däuber seinen Verpflichtungen nachkommt? Mein Gewehrsmann ist eine Frau. Eine Frau? Ja. Tag, Herr Brenner. Guten Tag. Der war ja wie ausgewechselt. Was haben Sie bloß mit ihm gemacht? Und die Bank hat er auch überredet. Danke. Sie sind ein toller Mann. Davon gibt's nicht so viele. Wissen Sie eigentlich, warum ich Sie damals, ich meine an dem Tag, als Ihr Freund baden ging,
warum ich Sie da treffen wollte? Na, Sie wollten mir das mit dem Brenner auseinanderklamüsern. Nicht nur. Es gab noch etwas anderes. Was denn noch? Ich wollte Ihnen zeigen, wie ein Schiff erfolgreich zu einem Restaurant umgebaut worden ist. Aha. Es ist offen. Hallo. Herzlich willkommen in unserer Sozietät. Oh, toll, danke. Danke. Alles Gute. Herzlich willkommen. Habe ich heute noch Termine? Termine, Termine. Also morgen müssen Sie nach Ida Oberstein und heute... Ida Oberstein, ach, liebes bisschen, mussten das sein? Ist doch völlig überflüssig. Überfluss ist die Mutter der Langeweile. Hm? Schwedisches Sprichwort. Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung. Ho Chi Minh. Nein, Wallmann. Wer ist Wallmann? Mein Hausmeister. Katrin, hätten Sie Lust, mich zu Herrn Stolz zu begleiten? Da jemand's wird. Er hat zu einem kleinen Empfang eingeladen. Vielleicht könnten Sie seine Betreuung übernehmen. Florian schien etwas desinteressiert. Ich bin dabei. Diamonds are a girl's best friends. Marilyn Monroe. Damit ist die aber auch nicht alt geworden. Oh, Ida Oberstein. Hatte ich voll vergessen. Müssen wir beide wieder zusammen hin? Ja, wir sind jetzt lebenslänglich aneinander gekettet. Was, Sonntag? Land. Sie machen so ein tristes Gesicht. Oder mögen Sie Klassik? Doch, doch. Nur lebenslänglich klingt ein bisschen bedrohlich, finden Sie nicht auch? Im Übrigen gibt es heute einiges zu feiern. Seit heute verbirgt sich hinter den Namen Sonntag und Partner auch der Name von Frau Sörensen. Und auf der Nicole wird Einweihung gefeiert. Diese Barkasse, auf der wir neulich die kleine Rundfahrt gemacht haben, Sie erinnern sich? Ja, ja, mit der kleinen süßen Kapitänsfrau. Genau. Ja, dann begleite ich euch doch einfach. Aber Herr Stolz, Sie können doch Ihre Gäste nicht alleine lassen. Die Soiree läuft auch ohne mich. Und dann guckt euch noch mal diese langweiligen Vögel an. Ja, aber sorge ich schnell noch für die Kleider. Mitbringen Sie und dann düsen wir ab, oder? Katrin Sörensen. Guten Abend. Guten Abend. Frau Sörensen ist seit heute unsere neue Partnerin. Sag mal, was machst du eigentlich hier? Ach, Stolz ist einer unserer besten Anzeigenkunden. Ach so. Frau Weber ist Chefredakteurin vom Magazin Anne. Ach ja. Lese ich gern. Freut mich. Sie sind auch genau unsere Zielgruppe. Wie sieht Ihre Zielgruppe denn aus? Wie ich schon sagte. Wie Sie. Breite Mittelschicht. Da können Sie sich bestimmt gut hineindenken. Ich merke schon, ihr werdet euch hervorragend verstehen. Also los, auf zu Nicole. Nein, danke. Entschuldigt mich. Ich sollte Sie zu Herrn Stolz begleiten. Die andere Feier ist ganz allein Ihr Fall. Wie Sie wollen. Guten Abend. Guten Abend. Der Herr Stolz will auch mitkommen zu Nicole. Sehen Sie, mir ist anders aus, Reva. Oder nicht? Ich glaube, ich habe schon so viel getrunken. Na, was soll's. Fest ist fest. Auf geht's. Schönen Abend. Hallo, hallo, hallo. Genau so habe ich mir die Nicole vorgestellt. Oh, das ist schon die Stimmung. So, ja, ich Vorsicht. Hier ist ja eine Bombenstimmung. Ein kleines Mädel, das... Hey, guten Abend, komm mit, ich hab da hinten für euch einen Tisch reserviert. Toll, dass Sie gekommen sind. Ist doch klar. Was wollen Sie trinken? Champagner gibt's ja wohl nicht auf diesem Kahn. Gab's jedenfalls beim letzten Mal nicht. Ja, beim letzten Mal waren wir auch noch eine ganz normale Barkasse, ne? Oh, ja. Ich aber jetzt um mein Restaurantschiff. Genau. Wir sind die ganze Woche ausgebucht, Lasse. Dann seid ihr auf dem richtigen Kurs. Und wir haben nicht mal Blumen mitgebracht, geschweige denn ein Geschenk. Sie haben so viel für uns getan. Sie brauchen uns in diesem Leben überhaupt nichts mehr zu schenken. Oh,
Das war Moment, Moment. Hier, kleiner Glücksbringer. Danke. Ist etwa echt? Davon können Sie mal ausgehen. Also, das kann ich nicht annehmen. Oh, so dumm werden Sie wohl nicht sein. Na, Junge, lass mal anfahren. Ja. Kannst du mich mal bitte aufklären? Ich habe doch gesagt, dass ich dir dazu eine Geschichte erzählen muss. Eine lange Geschichte. Eine ziemlich lange Geschichte. Bei mir? Oder bei dir? Ein Unternehmensberater zwischen den Fronten. Michael Sonntag berät die Delgado-Werke, die Waschmittel, Parfum und Kosmetika herstellen und damit den Protest von Ökologen heraufbeschwören. Leitet die Firma wirklich ungereinigte Abwässer in den Fluss? Und wer ist verantwortlich für tote Fische? Wie reagiert Michael Sonntag? Sie erfahren es heute in einer Woche um 21.15 Uhr in Sonntag und Partner. Immer montags und nur bei RTL.